Ich bin so, wie ich bin und ich zeige die Realität, ja, wo ich oft ja auch trotzdem sage, natürlich zeigt man sich nicht in unangenehmen Situationen. Es ist halt gar nicht so einfach, wie es oft aussieht oder wirkt. Es ist nicht immer einfach. Man bemüht sich, man tut das Beste. Vor allem das Einzige, was mich halt eher immer so mitnimmt, ist alles, was meine Kinder betrifft. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hier bin ich wieder nach einer kurzen Erholungspause, die ich nötig hatte. Heute ist Samstag. Wir haben jetzt hier in Berlin offiziell, ich wollte schon Winterferien sagen, Herbstferien. Und zwar 2 Wochen lang. Das wird spannend. Ferien sind ja immer etwas sehr, sehr anstrengend bei uns, ne? Weil wir müssen die Kinder natürlich hier auf Trab halten. Und so gut es geht beschäftigen. Die Kinder haben schon ein bisschen geholfen beim Gemüseschnippeln zum Mittagessen. Ich zeige euch mal, ich habe gerade solche veganen, glutenfreien, zuckerfreien, mehlfreien Muffins gebacken. Sind mir richtig gut gelungen. Ich habe schon probiert. Madame hat auch schon Feedback gegeben, dass es ihr schmeckt. Jetzt bin ich noch gespannt, wie es den Kindern schmeckt. Die kriegen jetzt auch noch einen zum Probieren. Und dann flitze ich los mit Madame und soll sich einmal ein bisschen was einkaufen. Und ich muss noch ein Geschenk besorgen, und zwar hat morgen meine Nichte ihre Konfirmation, genau so heißt das, ich will immer Konfirmation sagen, aber Konfirmation, genau, und deswegen ist dann morgen ein kleines Familientreffen von meiner Seite, ne, meine Familienseite. Ja, weil jetzt gerade wieder hier in Berlin ist ja jetzt wieder Corona-Anstieg und so, da sind ja jetzt wieder die Regelungen auch ein bisschen streng geworden. Deswegen fahren wir jetzt nicht als ganze Familie dorthin, sondern ich fahre dann mit Maddie und vielleicht nehme ich noch 2 von den Mädchen mit, so viele wie ich in mein kleines Auto quetschen kann. Muss ich nochmal schauen. Genau, deswegen brauchen wir auf jeden Fall ein Geschenk für sie für morgen. Dann ist auch meine Mama wieder da und so. Ich hoffe, ich kann euch dann morgen auch ein bisschen mitnehmen. Ich nehme euch mit, ne? Seht's ja. Ich zeige euch mal die Muffins. Hier sind die guten Stücke. Und die sind so lecker geworden. Ich mache mal gleich noch einen, reiße ich auf und zeige ich euch, wie das innen aussieht. Ja, wenn es euch interessiert, also wie gesagt, glutenfrei, vegan, zuckerfrei, mehlfrei, aber trotzdem super lecker. Also eben gesunde Variante von Nascherei. Wenn euch das Rezept interessiert, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Dann schaue ich mal, ob ich das in ein Rezeptvideo dann mal reintue. Und heute gibt es wieder Böhnchen aus dem Garten. Die Kinder haben schon fleißig geschnippelt. Die mache ich dann heute wieder zum Essen. Und ja, jetzt warte ich noch. So. Na, probier mal. Ich bin gespannt, ob sie dir schmecken. Du darfst ehrlich sein. Du kannst auch sagen, wenn die nicht schmecken. Oder was du anders hättest an Geschmack. Was... Ist wieder zu bananig? Ist lecker. Ist aber schön saftig, ne? Sag mal drinne. Ich finde, das ist halt, das Gute ist, sie sind halt nicht so trocken, ne? Ich finde, die sind schön saftig. Lecker! Öfters machen? Ja. Nächstes Mal mit Blaubeeren? Ja. Ja? Was sagst du, Ahmed? Lecker. Ehrlich? Ja, ehrlich. Lecker. Ist aber schön süß, ne? Wer hat mir Schokolade gesagt? Esma. Die liebt ja. Schokolade. Ach, mach hier Schokolade. Das ist jetzt Hartbitter-Schokolade. Hartbitter-Schokolade. Hartige, bittere Schokolade. So, gut. Melia, bist du ready? Können wir los? Was war das denn für eine Technik? Ja, ich muss doch die Teebeutel wegbringen. So, okay. Dann fährt's mal los. Achso, und schaut mal hier. Meine fette, eine fettere Zucchini gibt's wohl nicht, ne? Hat mir eine meiner alten Ex-Nachbarin geschenkt. Machen wir morgen Zucchini-Puffer, wa? So richtig viele. Obwohl, ne, morgen geht's ja Dings. Das schaffe ich ja gar nicht morgen. Ich muss Montag machen. Morgen sind wir ja bei Onkel Martin. So, wir sind jetzt los mit Mariam.
ein bisschen was einkaufen müssen wir fürs Wochenende. Das Geschenk besorgen für meine Nichte. Die ist ja fast so alt wie Miriam. Deswegen ist gut, dass Miriam dabei ist. Dann ist es für mich einfacher, was für sie zu finden. Wenn ihr den Vlog seht, warte, dann ist Mittwoch. Heute ist ja Samstag nochmal, ne? Zur Info. Und am Freitag haben die sechs Dinge ja Geburtstag. Die wären ja jetzt 12. Oh, war ja 12. Naja, auf jeden Fall, der große Geburtstagsfeier wird es nicht geben. Ne? Ihr wisst ja, Corona, Morona und so ist ja alles nicht so einfach. Deswegen. Umweltzone mit Fahrverbot voraus. Vergewissere dich, dass die erforderliche Fahrerlaubnis vorliegt. Sie liegt vor, keine Sorge. Ballons habe ich schon bestellt. Wir machen dann, wie gesagt, kleine Feier unter uns. Schauen wir mal. Wir nutzen immer jedes Jahr solche Gratisangebote, wie zum Beispiel so dann gratis Kino oder irgendwas. Müssen wir mal gucken, was ich diesmal noch so. Auf der mittleren Spur bleiben. Okay. Ja, muss ich mal gucken, was ich so organisiere noch bis dahin. Auf jeden Fall das Einzige, was noch fehlt. 7,1 Kilometer rechts abbiegen auf Karl-Marx-Straße. Okay. Ich muss halt nur gucken, dass ich jetzt noch einen Kuchen besorge. Irgendwie da, wo wir immer unseren Kuchen bestellen. Ich finde die irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Ja, das Einzige fehlt noch Kuchen. Muss ich noch besorgen bis Freitag. Weiß nicht. Oder ich backe selber was. Muss ich noch überlegen. Und ja, jetzt machen wir auch noch einen Umweg, weil Fräulein Tini, Fräulein Miriam, muss unbedingt jetzt in einen bestimmten Bubble Tea Laden, weil heute irgendeine, keine Ahnung, was für eine Aktion ist. Jetzt muss ich sie da hinfahren, sonst habe ich hier einen grummeligen Teenager. Werde immer gezwungen. Gut, kannst mal sehen, ne, was für eine nette Mutter du hast. Ich weiß nicht, ob da jede Mutter bereit wäre, jetzt hier halbe Stunde Umweg nur wegen einem Bubble Tea zu machen. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare, Mütter, die Teenie-Töchter haben oder generell Teenie-Kinder, schreibt mal in den Kommentaren, würdet ihr das für euer Kind machen? Nee, Spaß beiseite. Wir gönnen uns jetzt mit Miriam ein Kumpir. Das ist eine gefüllte Kartoffel. Oh, die hat man echt lange nicht mehr gegessen, ne? Lecker, yummy, yummy. Das lassen wir uns jetzt erstmal schmecken und dann gibt es den Bubble Tea. So, jetzt sind wir im Center. Jetzt mal gerade im dänischen Bittenlager ein bisschen shoppen. Guck mal, das habe ich gerade gesehen. Ist auch süß, oder? So zum Raufdrücken. Aber bei uns ist immer das Problem, ich kaufe immer große Seitenspender. Ah, siehst du, guck mal, wir hatten doch sowas und das hing auch da dran. Kannst du erinnern? Nur was war das Problem? Das hat sich verbogen. Soll ich mal Risiko eingehen? Ich habe in der Dusche habe ich nichts, bei mir steht es auf dem Boden immer, das ganze Duschzeug, weil ich habe keine Lust, was in die Wände zu bohren. Und das da an den Haaren ran, aber naja, es ist ja für die Dusche, aber ich habe Angst, dass das schnell rosten wird. Aber wenn es für die Dusche ja ist, Metall ist es, Metall. Da steht nur Material, Metall. Wird das rosten? Das ist die Frage. Ne, Dion, soll ich mal gucken? Wenn nicht, dann kann ja Baba das auch hier verbiegen, wa? Der macht das schon passend. Das war ein bisschen teuer, 16,99, aber das sieht schön aus. Wir versuchen es. Was ist noch schönes hier? Oh, das ist für die Dings, ist das schön, für die Küche. Wa? Als Dings, Spülmittelspender. Was soll ich jetzt nehmen? Das, oder, das ist aber zu böse. Das hier, ne? Ja. Seid ihr auch immer so? Erstmal so durchtesten, so. Immer das Gute nehmen, ohne Fehler. Ist schön, wa? Mhm. Was gibt's noch Schönes? Ich muss kurz mal Schnüsse kriegen. Hier könnte man ja den Schwamm reintun. Voll unnötig. Ah, hier. Das noch so? Ist auch unnötig, wa? Das passt doch gar nicht da auf diese Dings. Waschbeckenrand. Oh, warte, was ist das hier? Aufbewahrungsboden? Oh, schön. Was willst du da reinmachen? Nix. Hm. Sieht nur schön aus. Was gibt's hier noch Schönes? Handtücher. Ah, ich wollte doch dieses Schlafzimmer. Wie viel kosten die bei Ikea? Ich weiß es gar nicht mehr. Das passt nicht in die Schublade, aber das... Ja, dann sind die besser sogar. Aber so viel Geld habe ich jetzt gar nicht. So dirty.
Aber es leuchtet. So, jetzt sind wir bei TK Maxx. Und für die, die gefragt haben, bei meinen Backvideos oder Kochvideos, woher meine Schüsseln sind, die sind nämlich hier von TK Maxx. Guck mal. Das ist die, die ich immer benutze. Und jetzt habe ich nämlich noch eine gefunden. Die ist ein Ticken größer. Ich finde auch hier die Farbe und Muster voll schön. Gibt es auch noch in rosa. Also mal, ihr müsst natürlich gucken bei euren TK Maxx, ob ihr erwischt. So, ansonsten haben wir jetzt für das junge Mädchen, hier haben wir ein Parfüm, eine Kerze, Handcreme. Also so, wir haben uns entschieden, so ein bisschen mehrere Sachen, so Krimskrams, ne? Dass wir Parfüm haben, Creme, eine Kerze für ihr Zimmer. Also sowas, was halt so die Mädels in dem Alter mögen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Genau, ansonsten vielleicht noch so eine süße Tasse oder so. Also wir machen einfach so eine Geschenktüte mit so ein bisschen verschiedenen Sachen, denke ich. Das sollte klappen. Guck mal, so, guck mal, ist aber auch schön, so die Tasse in der Dose. Ja, bei TK Maxx ist das Gute, dass man halt immer irgendwas Schönes findet, finde ich. Ne? So selber, ich selber auch. Ich finde halt immer hier so schöne Sachen für zu Hause. Noch so ein kleinerer Schneebesen, der auch nicht schlecht, ne? Der sieht auch ganz gut aus. Oder der hier. Wir haben hier einen Schneebesen, haben wir ja. Reichbar. Okay, gut, dann jetzt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir sind spät dran. Wir müssen ja noch was? Müssen wir noch? DM und noch einkaufen. Ja. Irgendwie hatte ich Lust. Ich habe so ein Glück mit dem Magen. So, jetzt noch kurz zu DM. Dann noch zu Rewe. So, hier bin ich wieder. Es sind ein paar Tage um. Ne, wann haben wir uns gesehen? Wir haben uns am Samstag gesehen, wo ich ein bisschen shoppen war mit der Miriam und unterwegs. Und ja, am Sonntag war ja eben diese familiäre Veranstaltung. Da konnte ich euch natürlich nicht mitnehmen. Ihr wisst ja, wie sowas ist, ne? Nicht jeder will hier auf YouTube gesehen werden. Ich hoffe, ihr wisst und die, die mich aus Instagram kennen und schon mehrere Jahre verfolgen, ich bin so, wie ich bin und ich zeige die Realität, ja, wo ich oft ja auch trotzdem sage, natürlich zeigt man sich nicht in unangenehmen Situationen, aber mir ist dennoch immer wichtig, darüber zu sprechen und ich sage immer wieder, es ist halt gar nicht so einfach, wie es oft aussieht oder wirkt, ne? Weil klar, man in dem Moment filmt man gern die schönen Momente und nicht die unangenehmen Momente. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Am Freitag haben die Sechslinge Geburtstag, sie werden 12 Jahre alt. Ja, wir sind gerade so auch in den letzten Wochen, wir tun halt viel Revue passieren. Wir haben unsere Fotoalben rausgekramt und so. Und dann haben wir auch mit meinem Mann gesessen und uns viel unterhalten. Und wenn man halt überlegt, die meisten von euch denken immer so an die Kinderzeit. So, oh, es muss ja, oh mein Gott, 6 Babys auf einmal. Wie muss das gewesen sein? Wobei, ich sitze hier nach 12 Jahren und denke mir so, wow, wie schön doch die alten Zeiten waren. Die Babys, die Kinder hatten keine Sorgen, ja. Da ging es nur darum, den Bauch zu füllen und die Windel zu wechseln. Ja, ansonsten waren die super, super happy und man war körperlich sehr, sehr belastet. Also es war eigentlich eher diese körperliche Belastung, ja, einfach hinter 6 Babys, Kleinkindern hinterher zu rennen, 6 Babys anzuziehen und man berücksichtige, ne, dass ja dann auch noch Malik Musa hinterher kam. Deswegen eigentlich 7 Kleinkinder zu versorgen, war echt super anstrengend, aber einfach nur körperlich. Und ich bin eine Frau, ich kann körperlich so krass ackern, ich merke das immer wieder, ja, auch wo wir eben diese 3 Drehtage hatten und so, ich kann wirklich von 5 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts wieder ackern. Ich kann den ganzen Tag nichts essen und habe trotzdem Energie. Also ich kann wirklich so körperlich, bin ich sehr, sehr stark im Nehmen. Ja, aber dennoch, die Psyche verkraftet nicht immer alles. Ja, auch wenn man denkt, man ist stark, stark, stark. Und ich habe das ja vor allem letztes Jahr gemerkt, da wusste ich nicht, was mit mir los war. Mir ging es halt sehr schlecht. Ich habe plötzlich halt andauernd Kopfschmerzen gehabt und wusste nicht, was mit mir los war. Ich hatte bis hin zu wie eine Art Schlaganfall. Also wir dachten wirklich alle, ich habe hier zu Hause einen Schlaganfall erlitten. War dann auch im Krankenhaus und so, aber wurde nichts festgestellt. Und das war so ein langes Hin und Her. Und auch dann, dank meiner Instagram-Community, haben mich halt viele drauf gebracht, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, wenn ich morgens aufwache, dass mein Kiefer schmerzt, dass der so verspannt ist. Und dann habe ich irgendwann realisiert, dass ich angefangen habe, nachts
meine Zähne zusammenzubeißen. Also wirklich den Stress nachts zu verarbeiten, indem ich meinen Kiefer zusammenbeiße. Ja, und dadurch entstand halt wirklich hier komplett so eine krasse Verspannung bis hin Kopf, Nacken, dass hier wirklich so eine Verklemmung war, dass es irgendwie, keine Ahnung, dass ich so einen komischen Blackout hatte. Ja, ich habe dann mit Hilfe so von Schröpfen und so, also Schröpfen nennt sich das, blutige Ströpfen, hatte ich diese Verspannung dann gelöst bekommen. Aber natürlich mache ich das weiterhin. Ich war dann beim Zahnarzt, habe jetzt auch so eine Schiene. Ich muss jetzt zum Glück, morgen habe ich den Termin wieder beim Zahnarzt, ich habe die schon komplett platt gebissen, diese Schiene. Die bringt, finde ich, jetzt gar nicht so viel, weil letztendlich beiße ich ja immer noch die Zähne nachts zusammen. Viele haben mir auch gesagt, dass die das erst dann losgeworden sind, als auch der Stress weg war. Nun ja, gut, den Stress wird man nicht so einfach los. Vielleicht auch hier, ne? Hier seid ihr auch sehr, sehr hilfreich unter den Kommentaren. Vielleicht habt ihr noch Erfahrungen, was helfen kann. Ich werde jetzt schauen nochmal beim Zahnarzt. Was war jetzt noch? Man könnte noch Physiotherapie machen, um diese Verspannung, irgendwie bestimmte Techniken, um das zu lösen. Viele haben mir auch gesagt, von wegen, dass man hier Botox spritzen kann, dass es den Muskel halt einfach löst. Und dann hat man eben diese Ursache, dass man halt gar nicht mehr nachts dieses Zusammenbeißen tut. Also ich weiß nicht, aber ich merke, dass belastet mich dann doch schon, weil ich denke immer so, ach, ich bin so stark und man hört es vielleicht oben. Ich kann alles so verkraften, so Tag für Tag, diese Zankereien und Streitigkeiten und allen gerecht zu werden, aber mein Körper sagt mir dann doch schon irgendwie, nee, also irgendwo muss man es letztendlich verarbeiten. Mal schauen, aber es ist ein bisschen nervig, weil ich halt regelmäßig jetzt andauernd Kopfschmerzen habe und mir es nicht so gut geht. Und dann hatte ich jetzt halt auch wieder mal so ein Down, was ich regelmäßig bekomme, wo ich einfach so denke manchmal, ne, so, es ist alles zu viel und wie soll ich das schaffen? Wie soll das weitergehen? Ja, denn das ist das Problem. Körperlich kann ich von morgens bis abends ackern, putzen, Hausarbeit, weiß ich was alles, aber die psychische Belastung ist einfach da. Ja, es bleibt halt nicht so, dass man die Kinder nur füttern und waschen und wickeln und anziehen muss. Ja, die haben Bedürfnisse, die haben Unterschiede. Vor allem, was man vielleicht nicht weiß, so gerade wenn man so Mehrlinge hat, es ist auch erstaunlich zu beobachten, einfach, es sind 6 Kinder, die sind gleichzeitig geboren. Dennoch sind alle 6 so unterschiedlich vom Charakter und von ihrem Wesen her, ja. Obwohl ich, ja, wir als Eltern, wir erziehen halt unsere Kinder, ne. Man erzieht ja alle gleich, aber dennoch entwickeln die Kinder sich total unterschiedlich, ja. Also man kann daran sehen, wie unterschiedlich einfach Menschen sind, dass jeder von Anfang an schon so seinen Charakter hat, seine Charaktereigenschaften, die sich eben zeigen, ne. Wo die eine immer total schüchtern und zurückhaltend geht, die wirklich so unter den Mädchen immer so untergeht, wo man die dann immer so, man muss da selber als Eltern dann immer darauf achten, dass man die auch mal zum Wort kommen lässt, wo die andere dann immer so schnell und laut und sich immer in den Mittelpunkt stellt. Und das ist für uns als Eltern so, so schwierig, eben alle Kinder so im Fokus zu haben, allen gerecht zu werden, jeden seine Bedürfnisse zu erfüllen. Also es ist super, super, super schwierig. Da ist wirklich, ich sag mal, hätte ich 10 Linge, 20 Linge bekommen, wäre, glaube ich, immer noch einfacher, als eben Kinder zu erziehen, ja. Schulprobleme, ja, da hinterher zu sein als Eltern. Und dann auch noch seine Kinder, wie gesagt, irgendwie auf diese furchtbare Welt, in der wir leben, vorzubereiten. Ja, es ist einfach so, ja, dass ich meine Kinder aufklären muss. Und weil es ist halt normal, ja, Kinder sind mit Rassismus in der Schule konfrontiert, mit Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, ja, das sind so Dinge, es ist wirklich nicht einfach. Und wenn man dann, manchmal ist das einfach so, einem wird einfach auch alles zu viel und man denkt so, oh, wie soll ich das nur schaffen? Aber ja, das ist halt, uns Müttern geht es ganz oft so, vor allem sehr vielen Müttern. Und ich finde halt da eben immer sehr schön, dass ich da diesen Austausch mit anderen Müttern habe, denen es nicht anders geht, ja. Und das ist dann egal, ob man 1 Kind, 2 Kinder, 3 Kinder oder 8 Kinder hat. Wir kommen alle mal an den Punkt, wo wir verzweifeln und denken so, was mache ich falsch? All solche Dinge, es ist schwer. Ich will jetzt hier auch nicht so den Rahmen springen, aber so, dass ihr wisst halt, es ist nicht immer einfach. Man bemüht sich, man tut das Beste. Vor allem das Einzige, was mich halt eher immer so mitnimmt, ist alles, was meine Kinder betrifft. Also ich bin so eine starke Person. Auch wenn hier sich mal Verrückte verirren, die nur weil sie gerade sehen, ich trage ein Kopftuch, gleich meinen, irgendwas zu bombardieren, einen irgendwie zu verurteilen, zu kritisieren, zu sagen, von wegen, ach, bald müssen die anderen Töchter Kopftuch tragen, ihr zwingt. Und
Bisher ist sowas dringt gar nicht zu mir durch, weil ich mir halt einfach denke, Menschen kennen einen nicht und verurteilen und urteilen, weil sie sich irgendwie mit anderen Dingen mehr beschäftigen als mit sich selber. Aber ja, eben wo alles, was meine Kinder betrifft, dann ist es schon, das ist das halt Einzige, was mich dann, ja, mitnimmt. Weil, weiß nicht, wenn man Mutter wird, erst einmal Mutter wird. Ich fand diese Erfahrung witzig, weiß nicht, wenn ihr schon Mama seid, wie es bei euch so war. Aber ich fand das so witzig bei meiner ersten Schwangerschaft. Es war ja komplett Wunschkind, ne? Meine erste Tochter war ja komplett geplant, richtiges Wunschkind. Und dann, ja, 9 Monate lang schwanger gewesen. Man wusste so, jetzt ist soweit, der Geburtstermin naht, das Kind ist bald da. Man besorgt alles, ja, Bettchen ist da, Klamotten sind da, Windeln sind da, alles ist da. Man wartet auf das Kind, es wird jederzeit kommen. Dann ist es da und irgendwie nach ein paar Tagen war das dann so, dann saß ich so mit ihr im Arm und dann plötzlich habe ich realisiert, ich habe jetzt diesen Menschen hier auf die Welt gebracht. Und ich habe jetzt die Verantwortung dafür. Ich muss jetzt mich hier um dieses Menschenleben kümmern. Und mir wurde so, dann hat es bei mir wie so Klick gemacht, wo ich realisiert habe, was das für eine große Verantwortung ist. Ja, dass man sich denkt, ach, ich kriege jetzt ein Baby, ich will jetzt ein Kind, eine Familie. Aber dann, ne, ich meine, es ist auch die Zeit, ne, da kommt der Babyblues und so weiter, ne, wo man da so ein bisschen sehr emotional wird. Aber dennoch vergesse ich das nicht, wie es halt eben dieses Klick gemacht hat, was das doch für eine Verantwortung ist, so ein Kind. Ja, und das ist dann halt eben. Und dann hat man nicht Verantwortung für 1, 2, 3, sondern wie in meinem Fall sogar 8 Kinder. Es ist nicht einfach. Wir machen immer das Beste draus und versuchen, unseren Kindern immer eine schöne Kindheit zu ermöglichen. Es war ja schon nach der Geburt der 6 Zwillinge so, ne? Ihr wisst ja so, dieses Mediale und alle wollten und hier ins Fernsehen und da was filmen und da was drehen. Wir wollten das alles einfach nicht, weil wir haben uns um unsere Kinder gekümmert und uns hat dieses Ganze, das alles nicht interessiert, ja? Und als ich mich dann 2014 da entschieden habe, ja, öffentlich zu gehen, und das war damals halt eben mit Instagram alles öffentlich zu teilen, ja, Instagram und Facebook war das ja, ne, war es halt der einzige Grund. Als ich mit den 6 Zwillingen schwanger war, ich hatte nichts und niemanden, wo ich mich hätte so in dieser Situation wenden können, ja. Ich kannte keine Mehrlingseltern, keine andere Mehrlingsmutter, wo ich hätte so fragen können, oh, kannst du mir helfen, kannst du mir Tipps geben, wie wird es sein, wird es schwierig, was muss ich machen, was muss ich beachten, so all diese Sachen. Das hatte ich damals nicht und deswegen war das für mich halt so als Mutter so ein großer Wunsch damals gewesen, da zu sein für andere Mütter, für andere Mehrlingsmütter, ja, es ist einfach so. Ja, das war mir irgendwie wichtig und ich finde es auch sehr schön und bis heute habe ich, ja, mehreren Mehrlingsmamas hoffentlich helfen können, allein wenn es nur um Rat und Tat war und in Form von Nachrichten und E-Mails helfen konnte. Und das ist immer so, das ist so dieses Bedürfnis, was ich irgendwie immer verspüre. Und deswegen ist mir halt auch immer wichtig, ehrlich zu sein und zu sagen, das ist normal, wenn es uns mal schlecht geht und wenn wir auch mal verzweifeln und auch mal sagen, wie soll ich es schaffen und wie soll es weitergehen und hin und her. Und dennoch, ja, zu zeigen, dass wir uns dann letztendlich wieder aufrappeln und es geht dennoch weiter und das Leben geht weiter und wir versuchen, das Beste draus zu machen. Ja, ich sage immer, ich versuche mich immer stets zu verbessern, sei es als Mutter, sei es als Ehefrau, als Muslimin. Mehr können wir nicht machen. Das ist immer so schwer, wenn man irgendwie was erzählen will, was sagen will, dann ist der Kopf so voll in verschiedenen Richtungen. Aber ich bin halt so ein bisschen gerade dabei, mich wieder so ein bisschen zu fokussieren und aufs Wesentliche zu konzentrieren. Vor allem habe ich jetzt, ich weiß nicht, was für ein Zufall das ist, jetzt so ein Buch entdeckt, was mein Mann schon mindestens seit über 10 Jahren hatte, das schon hier zu Hause. Und ich weiß nicht, warum ich das nie gesehen habe. Und es ist gerade so hilfreich, es ist gerade wie so eine Psychotherapie für mich. Was vergangen ist, ist vorbei. Dein Tag ist dein eigener Tag. Es ist so, lass die Zukunft, bis sie auf dich zukommt. Ja, auch, es hat mir gerade so auch gut weitergeholfen, weil man macht sich so oft immer so Gedanken und, ne, ich mache mir zum Beispiel gerade, weil ich merke, gerade so die Mädchen, die sind ja jetzt so in dieser vorpubertären Phase, wo man merkt, oh, jetzt wird es gerade wieder so kritisch, die sind nur am Rumziehen, nur am Rumschreien. Es ist wirklich so, so, so anstrengend, wirklich. Und dann denke ich mir so, nein, jetzt kommt die Pubertät. Ich mache mir selber so eine Panik, ja, wo ich jetzt das gelesen habe, so, wo man gar nicht so, man soll gar nicht so denken. Das hat mir gerade voll gut getan. Ich habe es auch schon vorhin auf Instagram gezeigt. Ja, das ist ein Buch, das ist auch nicht nur für Muslime, also es ist auch viel, wo auch Koranverse und so drin sind, aber es ist auch viel für Nicht-Muslime. Sei nicht traurig, heißt es. Also echt gut und da wird mir so bewusst, dass ich durch diesen Stress und diesen Alltag und so viele Sachen so auch vergessen habe.
dass mir früher viele Dinge eben gut getan haben, wie auch eben lesen, sich weiterbilden, all diese Sachen. Da muss man sich halt eben auch mal ein bisschen wieder fokussieren, aber ich will euch jetzt auch nicht zu texten oder deprimieren. Ich will eher sagen, auch wenn ihr gerade eine schwere Zeit durchmacht, es wird besser. Und hier ist ja auch gerade, wo ich dann musste ich auch wieder schmunzeln, weil das ist immer der eine Koranvers, der mich ja immer schon seit der Geburt der Sechslinge begleitet, und zwar: Gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. So ist das. So ist das wirklich. Also nach jeder Erschwernis kommt auch die Erleichterung. So ist das. Deswegen sollte man nie irgendwie die Hoffnung verlieren. Deswegen immer stark bleiben, nicht aufgeben. Es wird besser. Ich denke dann eher positiv hoffentlich in die Zukunft, auch wenn es dann wieder schwere Phasen gibt. Denn so ist, ich sage immer, wenn man mein Leben, wenn man so, ne, wie nennt sich denn diese Kurve hat, ne, wo es dann wie so ein Herzschlag. Egal, auf jeden Fall wäre es bei mir halt immer so. Ne, dann irgendwie läuft mal alles ganz gut, dann wird es super, dann wird es mega schlecht, dann läuft es mal so, dann gibt es wieder so ein Tief, dann wird man hier wieder, hat man Dings Probleme. Also es ist wirklich, ja, es ist nicht einfach. Ist nicht einfach, generell das Leben ist nicht einfach. Es ist schwer, es gibt Dinge, die einen belasten, sei es familiäre Probleme, sei es Dinge, wo seit Jahren man immer noch nicht akzeptiert wird, dass man so leben will, wie man leben möchte, solche Dinge. Hier war auch nochmal was richtig Gutes, also das war auch nochmal so gut beschrieben, dieses, dass wir einfach, wir sind so unterschiedliche Menschen, wir sind alle unterschiedlich, wir können nicht alle gleich sein. Und das ist auch richtig so. Sei kein Mitläufer und Ja-Sager. Identifiziere dich nicht mit anderen Personen. Wandere nicht in einem anderen Körper. Das ist ja eine andauernde Qual. Das ist dieses Ding. Und deswegen sage ich manchmal so, ich verstehe nicht, warum. Ja, es ist immer manchmal, wie gesagt, es ist schwer, oft so offen Dinge anzusprechen, die ich eigentlich ansprechen möchte, weil ich möchte halt niemanden kränken aus meinem, sage ich jetzt mal, Umfeld oder aus meinem Leben, die vielleicht nicht an meinem Leben teilhaben wollen möchten, aber dennoch, ja, mein Leben ja in der Öffentlichkeit verfolgen, und das ist dann halt nicht so schön. Aber ich sage halt immer, ich denke mir immer, ich lebe dieses Leben seit 18 Jahren. Warte mal, 18 Jahre bin ich, ja, seit 18 Jahren, Elhamdulillah, seitdem ich konvertiert bin. Und ich denke mir immer, wenn ich mich doch in etwas gezwängt hätte, was ich nicht bin, ja, in eine Rolle als Frau, als Mensch, als Muslimin, irgendwas, was ich gar nicht bin. So eine Rolle hält ein Mensch nicht lange aus, ne? Also das ist doch eine Qual. Also wenn ich nicht so leben wollen würde, wie ich lebe, dass ich mich dafür entschieden habe, Kopftuch zu tragen, meine Religion zu leben, dass meine Kinder zu bekommen, wisst ihr, all diese Sachen, das wäre doch eine Qual. Das kann kein Mensch lange durchhalten. Und dann denke ich mir immer so, du siehst doch, dass ich 18 Jahre so lebe, ja, glücklich lebe, Alhamdulillah, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe. Da muss man doch sagen, ja, okay, gut, jetzt ich akzeptiere es jetzt mal endlich, aber nee, anscheinend nicht. Ich verstehe das nicht, ne? Weil ich denke mir selber immer so, es gibt bestimmt Dinge in eurem Leben, vielleicht habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht, wo ihr eben in eine Rolle geschlüpft seid, mit der ihr euch nicht identifizieren konntet, ja? Wo ihr vielleicht eurem Partner zuliebe oder einer anderen Person zuliebe, vielleicht auch euren Eltern zuliebe, einfach das für die gemacht habt. Und habt ihr die Erfahrung gemacht, dass es dann eben nicht lange gehalten hat? Weil man muss zu dem stehen, was man ist. Und das ist in dieser heutigen Gesellschaft sowieso super, super schwer, ja. Und ich sag ja, und ich bin ein Mensch, ich möchte anderen Menschen nicht für andere Menschen gerecht zu werden, denen zu entsprechen, deren Bild, das ist sowieso unmöglich, ja, weil jeder sowieso ein anderes Weltbild oder sonst irgendwas hat, ja, und ich möchte nicht anderen Menschen gefallen, ich möchte mir gefallen und für meinen Schöpfer alles richtig machen und nicht für andere Menschen. Ja, sorry, ich habe euch jetzt zugetextet, ich hoffe, ihr könnt vielleicht etwas daraus für euch ziehen. Und vielleicht habt ihr auch gerade irgendwelche Gedanken, die euch beschäftigen, und ihr seid an einem Tiefpunkt wie ich mit den Nerven, ja, mit den, wo einem einfach alles zu viel wird. Dann seid euch gewiss, es geht auch wieder voran und es wird auch wieder besser, und so ist es auch. Tut etwas für euch, was euch gut tut, was euch motiviert, was euch stärkt. Also wie gesagt, mir gerade, wie gesagt, gestern hat mein Mann das rausgeholt und er hat es mir nicht mal in die Hand gegeben, er hat es auf den Couchtisch gelegt, und ich
Ich habe nur so auf den Couchtisch geguckt und dann gelesen, sei nicht traurig. Und dann dachte ich, hatte das jetzt extra für mich dahin gelegt und hat er auch gemacht, ja. Aber ja, dann dachte ich so, was ist das jetzt für ein Zufall, dass gerade jetzt ich dieses Buch entdeckt habe. Seid, wer ihr seid und ja, steht dazu, dann könnt ihr ein glückliches Leben führen. Das ist das eine. Trotzdem, seid euch bewusst, dass es immer schwere Zeiten gibt und es ist einfach nicht einfach. Und Kinder auf die Welt zu bringen ist wahrscheinlich einfacher, wobei ja nicht jeder auch das Glück hat. Ja, und es ist nicht immer einfach und selbstverständlich Kinder zu bekommen. Auch diese Erfahrung habe ich ja schließlich gemacht. Dennoch ist im Vergleich das einfacher, als Kinder eben zu erziehen. Ja, zu hoffen, dass aus denen gute, starke, selbstbewusste Menschen werden. Denn ja, das ist das einzige Ziel, was wir hier in unserem Leben haben, beziehungsweise wir als Familie. Wir streben nicht nach Reichtum, Erfolg oder Bekanntheit, sondern danach was Gutes vielleicht in dieser Welt zu bewirken. Und unsere Kinder sind halt eben unsere Nachkommen. Ich mache mich jetzt weiter an die Arbeit. Der Alltag geht weiter. Wir haben, wie habe ich ja schon gesagt, ne? Wir haben ja jetzt Herbstferien, Kinder weiter zu beschäftigen, ein bisschen versuchen, schulisch die zu unterstützen, dennoch auch ab und zu erst ein bisschen Spaß haben. Freitag ist Geburtstag. Wir versuchen denen dennoch irgendwie einen schönen Tag zu gestalten, auch wenn man jetzt nicht groß feiern kann. Am Freitag nehme ich euch natürlich mit und zeige euch ein bisschen von unserem Tag. Und das seht ihr dann nächste Woche Mittwoch. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.